Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe heute ein Gerät mit dem Fehler, lässt sich nicht einschalten. Wir haben hier ein Lenovo ThinkPad Yoga 15, auch S5 Yoga genannt. Das macht gar nichts mehr. Die Fehlerbeschreibung vom Kunde ist korrekt. Wenn man den Einschaltknopf drückt, passiert auch überhaupt nichts. Es leuchtet keine LED. Das Gerät ist komplett tot. Arbeitsspeicher und so weiter. BIOS Reset habe ich alles ausprobiert. Hat nicht geholfen. Der Defekt liegt am Mainboard. Wo genau, werde ich euch dann gleich nach der Reparatur sagen. So, ich habe mir dieses ThinkPad Yoga 15 jetzt genauer angeschaut, muss dann leider feststellen, dass das Gerät einen Flüssigkeitsschaden hat. Die Bilder hierzu könnt ihr auch im Blogbeitrag anschauen. Da ist durch den Flüssigkeitsschaden die CPU mit integrierter Southbridge kaputt gegangen. Und das lässt sich auch nicht mehr reparieren. Flüssigkeitsschäden allgemein lassen sich nur selten reparieren. Da müsste man jetzt Mainboard austauschen. Das allein kostet aber schon 769 Euro. Und das ist jetzt das Gerät nicht mehr wert, zumal da auch noch Gehäuseschäden vorhanden sind. Somit sind wir bei einem Reparaturkostenpreis von über 1100 Euro angekommen und dafür kann man sich ein neues Gerät kaufen. Wenn das Video informativ für euch war, würde man uns über Abo, Kommentar oder Bewertung sehr freuen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.